macht ganz viel Lärm, freut euch auf ihn, Daniel Wagner. So, hallo. Ich habe auch ein Buch dabei, sage ich gleich vorneweg. Mein Ziel ist heute, alle Bücher, die ich dabei habe, zu verkaufen. Ich habe 2 Exemplare heute dabei. Da stehen so 25 Texte drin. Und ich lese einen, der da jetzt nicht drin steht. Ich habe am Eingang so ein Schild gelesen, da stand, kein Bock auf Nazis. Da habe ich gedacht, auch Menno, das ist eigentlich meine Zielgruppe für diesen Text. Er trägt den Titel Die tiefsten Abgründe der Wortspielhölle. Der geht so: All diese deutschen Städte werden sich doch immer ähnlicher. Guck da, ein Döner. Daneben, ach, ein Döner. Dort ein Nordsee. Da hinten in der Ferne ein Nahkauf. Und da ein Altgoldankauf. Altgoldankauf schon wieder? Wo kommen die eigentlich her, diese ganzen Altgoldankäufe? So viel Altgold kann es doch gar nicht geben. So viele Altgoldankäufe gibt es inzwischen. Warum plötzlich diese Gier nach Gold? Bringen Sie Ihren Schmuck, Ihre Münzsammlung, Ihren Opa, wenn er einen Goldzahn hat, zu uns. Wir übernehmen den Rest hier. Döner, Altgold, Döner, Altgold, Döner, Altgold, Nordsee, Döner, Karstadt, Döner, Altgold, Kaufhof, Döner, Altgold, Döner, da ich mein DM, Wollwort und O2-Shop. Ungefähr so sieht sie doch aus. Die Fußgängerzone der deutschen Allgemeinstadt. Aber hey, so eintönig ist es doch gar nicht. Mensch, wenn man genau hinschaut, entdeckt man doch auch Poesie, Wortspiel und Kreativität. Bars mit Bar im Namen. Barbie, sonderbar, wunderbar, Barracuda, Barcode, essbar, lesbar. Von mir aus auch Barbaras, Rhabarber, Barfuß, Barbarossa, Barbaren, Barzahl, Barbierbar. Die Wortspielhölle kennt kein Erbarmen. Doch Dönerbuden lässt das kalt. Die heißen meistens immer noch Döner. Aber hey, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man liest zum Dönerwetter. Das Candlelight-Döner. Döner for one oder die Scheiben der Lämmer. Bald direkt neben der orientalischen Bäckerei Bagdad. Und Friseure schneiden sogar noch schlechter ab. Friseure, die neuen Ausgeburten der Wortspielhölle. Mit haargenau, haarscharf, Haarspalterei ist nicht genug, nein. Spektakul, Herr. Air Force One. Und Kaiserschnitt. Herrlich. Geht's auch herrlich. Komm her. Oh Mann, zu viel Herpes auf der Wortspiellippe. Aber dann sah ich sie, die dunkelsten Schluchten und tiefsten Abgründe der Poesie- und Wortspielhölle. Ein NPD-Wahlplakat, auf dem folgender Zweizeiler zu lesen stand. Ist der Ali kriminell? In die Heimat, aber schnell! Wow, die NPD macht Poesie und Wortspiele. Heimreise statt Einreise. Ach du lieber Himmler, ich will nicht wissen, was da noch kommt. Kaum zu glauben, Springerstiefel so günstig. Eichmann. Oder weiß ich nicht, ich liebe SS. NSU, nächste Woche du und dann noch ein Dunkin' Donuts auf dem Rommelplatz. Was soll der Quatsch? Ich will die Wortspielhölle doch nicht mit Nazis teilen, sondern vielleicht mit Barkeepern. Ja, ich will in der Hölle saufen an der Bierbar und mir vom Barbier Bart schneiden lassen, aber doch keine Nazis. Ich meine, wer heute noch Nazi ist, der muss sich doch total lächerlich vorkommen. Für die heutigen Nazi-Restbestände hätte selbst der frühere NPD-Chef Herr Hitler sich geschämt. Aber was, der hat die umbringen lassen, so wie alle Behinderten damals. Die haben sich doch da mal alle schön aus der Verantwortung geknuspert mit diesen Zyankali-Kapseln, schön unter die Zunge gelegt und statt sich zu verantworten einfach zugebissen. Ja, damals konnte man im Kapselriss doch sterben. Aber mal zubeißen, dieses Knacken. Mann, das ist mir doch deshalb so gut in Erinnerung geblieben, weil da ja auch immer diese ganzen Fernsehserien rauf und runter liefen, wie die alle hießen, Speer und er, Hitlers Helfer, Hitlers Verbündete, Hitlers Bodyguards, Hitlers Frauen, Hitlers Heimat, Hitlers was weiß ich, da gab es ja auch viel zu viele. Der hat eigentlich nur noch gefehlt, Hitlers Hoden. Aber daraus lese ich halt keinen Zweiteiler machen. Jedenfalls war da immer dieses Knacken. Und dann kam in der Werbepause immer diese Leibniz-Milchkeks-Werbung. Und da war das doch ganz ähnlich. Und da habe ich mir überlegt, man könnte die heutigen Nazis doch mit ihren eigenen Waffen schlagen, ne? Mit Reim und Wortspiel. Du bist Nazi und kriegst nichts gebacken, dann aber schnell die Kapsel knacken.
Sie sind Neonazi, probieren Sie das neue Zyankali Speer und Air Mint, Double Mint oder Juicy Fruit. Oder Überraschungs-Zyankali mit Hitlerbärtchen zum Aufkleben in Ihrer siebten Kapsel oder jetzt auch Zyankali plus C und Zahnpflege-Zyankali. Ja, das macht keinen Sinn. Aber die amerikanischen Todesspritzen haben doch auch sterile Nadeln. Das macht doch genauso wenig Sinn. Und hey, das stimmt, Zyankali mit Erdbeergeschmack. Das wäre doch das erste Geschmackvolle im Leben eines Nazis. Friede, Freude, Heitrigkeit. Lass den kriminellen Ali knuspern, lieber Zyankali. Auf jeden Fall sollte man doch irgendwie handeln, damit es nicht plötzlich wieder heißt, Deutschland hat sich geteilt. Russland, Amerika und Frankreich gefällt das. Klick, oder man muss die Soldaten feiern, wie sie fallen. Geht's noch? Diesen Schwachsinn, diese Perversion, die haben wir doch hinter uns. Man muss heute froh sein, dass man so unbekümmert durch die Städte laufen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, die Kinder im Nahen Osten spielen nicht mehr draußen, weil sie Angst vor Sprengstoffattentaten haben. Klar, die Kinder in Deutschland spielen auch nicht mehr draußen, aber nur weil die Sonne auf den Displays schört, das ist was anderes. Hey, überall in den Städten gibt's doch diese Hundekot-Tüten-Ziehautomaten, damit man jede braune, stinkende Scheiße aus den Städten immer gleich entfernen kann. Aber warum passen die NPD-Wahlplakate da nicht rein? Ja. Aber egal. Immerhin, da wo ich wohne, da hinten am Döner vor, beim Altgold, am Döner, am Karstadt, am Döner, am Deichmann, am Altgold, am Motushop, am Döner, am Altgold, am Kaufhof um die Ecke, hinter der Harmonie, wo jetzt die Alibaba aufgemacht hat, dort hat mein kleiner Friedensdackel gestern gegen ein NPD-Wahlplakat gepinkelt. Und daraufhin habe ich das Gleiche gemacht. Denn nur drauf zu scheißen, das ist manchmal irgendwie zu wenig. Dankeschön.